Servus Leute, heute habe ich einen Klassiker für euch, PvP auf Customs, in dem Fall natürlich NY-PvP und dank der neuen Serverstruktur ist da richtig was los, richtig viele Spieler. Ich hatte eine Ash 12 und eine DVL dabei, glaube ich, und beides kam zum Einsatz, es ging richtig zur Sache. Mehr muss ich eigentlich gar nicht sagen, schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outside, da würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. So, oh, ist das ein Sniper-Wetter. Oh, ich dachte kurz, da liegt eine Red Keycard. Ganz kurz habe ich es gedacht. Klassischer Streamer-Loot. Was ist denn daran jetzt wieder Streamer-Loot? Also Waffen, Anbauteile und so liegt da eigentlich dauernd. Also da liegen tut immer was, glaube ich. Das Ding ist was wert? Ja, das ist so. Das ist ein Streamer-Item und das bringt dir halt 40.000 oder 50.000. So viel ist es wert. Weihnachtsbaum, ja stimmt, der Weihnachtsbaum könnte ins Hideout kommen, ne? Ja, mal sehen, wie sie das machen, ne? Angenommen, da wird gewiped, dann wird das natürlich nicht passieren. Aber irgendwas Weihnachtliches ist zu erwarten, dass was kommt. Bewegt sich aber auch gerade niemand, ne? Lass das Flieh rausbekommen. Mach's aber auf jeden Fall auf eine DMR und nicht auf eine Bolt Action. Hier sehe ich schon mal nichts. Wir gehen dann, glaube ich, mal auf Skeleton. So gern da einen rausschießen. Snipen geht bloß, wenn sich die Gegner anbieten, ne? Hinten am Park of Truck. Skiff. Oh, what? Ich glaube, wir gehen dahin. Привет. Monster, vielen Dank für den Follow bekommen. Oh. What? Was
Was hat hier geschossen? Hab's gerade nicht richtig mitbekommen, ob der... Hat er vor sich in die Wand geschossen, wollte auf mich schießen oder was? Da war es eine Nate. Ich hab's nicht... Ah. Ich bin verwirrt. Oh, da. Pistolero. Glaube ich. Er ist ein Scav. Okay, wir gehen mal vor Baustelle. Hier rührt sich ja nirgendwo was irgendwie. Weihnachtsgeschenke, Account hinzugefügt und sind die nach dem Vibe wieder weg. Wenn es sowas gibt, dann sind die nach dem Vibe wieder weg, ja. Wenn nach dem Vibe gewiped wird, dann hast du es halt noch, ne? Cult One! Erster Follow, dann der Prime hinterher. Danke dafür, danke für diese Kombo und willkommen in der Abo-Falle. Sehr freundlich, dass du dein Prime bei mir lässt. Kling, kling. Die wollen nicht so in der Runde. Ich meine, da klingt es irgendwo am Fort Knox, okay. Ja, ja. Da liegt auch ein... Oh, da ist einer. Was, wo nun? Bist du? Ich seh dich nicht mal. Ich wollte es irgendwie vermeiden. Doch, ich hatte ja vorhin letzte Runde auch dieselbe Situation, dass genau an derselben Stelle einer gepiekt hat. Ich wollte vermeiden, da wieder reinzuschießen. Lomao, mit dem Vibe kommt nicht Arena, nein. Nicht verwechseln. Arena ist ein eigenständiges Spiel. Mit der Standardversion musst du es bloß kaufen. Du kannst die Standardversion von EFT haben und musst dann halt Arena extra kaufen. Leute, die die EOD-Version, Edge of Darkness von Tarkov haben, die haben halt Arena dabei als DLC. Das heißt nicht, dass du dich spielen kannst, sondern musst es halt extra kaufen. Ist schon, glaube ich, gelootet. Sein Helm ist... Oder? Nee. Aber nein, Tarkov kommt nicht... Arena kommt nicht mit dem Vibe. Ich denke, Arena wird dann ein bisschen später kommen. Weiß noch nicht, wie sie das machen. Arena hat nichts mit dem Vibe zu tun, letzten Endes. Oder gehe ich mal davon aus. Ziemlich sicher.
Okay. Riegelstein? Nein, weiß auch niemand. Man kann bloß vermuten. Laufen halt alle da lang, kann es sein? Man kann nur vermuten, wann. Diesen Monat. Mein Tipp ist Anfang nächste Woche. Aber ob überhaupt Pre-Vibe-Events kommen oder so, weiß niemand. Meine FPS? Moment. Sehr schön. So, ich glaube, wir gehen mal rüber ins Fort Knox. Cult One, das weiß auch niemand. Arena wird Team Deathmatch haben, aber noch andere Modi. Also, die werden nicht Arena nur Team Deathmatch machen. Ja. Arena ist einfach, ja, dieselben Mechaniken, dieselben Waffen. Dasselbe Schießen wie in Tarkov, bloß Stash-unabhängig und man kann halt 5 gegen 5 spielen in verschiedenen Modi, auch mit einem Ranked-Modus und ja, kann halt einfach, ja, reines PvP spielen. Sozusagen. Was gehört hier drin? Wow. Uhuhuhu. Danke, Level 6. Das sind noch mehr. Könnte sein, dass ich den unten weggenadet habe. Bin mir nicht sicher. Erstmal einen Schluck trinken zur Belohnung. Wir gehen das jetzt mal anders an. Mein Setup ist unten verlinkt. Syntox. Ja, wo kommen die auf einmal alle her, ey? Gut, die zwei im Fort, okay. Nee, Monster hat's nicht, servus. Oder
irgendwas Unbedeutendes. Sagen wir es mal so. Eigentlich gut, wenn ich den haben würde. Okay. Achso, ich habe hier auch einen erschossen, ne? Bist du denn schon gelootet? In der MP7 hat er mich da gepiekt. Okay, das war mutig. Oh, hier liegen auch zwei Tote. Einen hatte ich schon gesehen, den hier gar nicht. Noch nicht. Das Ziel ist zu flanken und die vielleicht irgendwie von hinten zu erwischen. Am besten ist jetzt da... Es hatte einer von weiter auf mich geschossen. Ich weiß nicht, ob das der zweite war. Oder ob hier einer oben drauf ist. Wenn du Glück hast, ist gleich alles gelootet und der Typ weg. Das wäre natürlich... Ja. So zu denken, da stirbt man ziemlich schnell, Purple Cloud. Dieses Denken musst du dir abgewöhnen. Außerdem, der Typ, den ich da erschossen habe, der hatte in etwa nichts. Selbst wenn ich wüsste, der Server wäre komplett leer, würde ich den nicht looten. Weil der hat nichts. Bei dem Fort Knox, ja, ja, die schon. Die schon, aber der, der draußen lag, der nicht. Ja, gut, die Fort Knox habe ich schon wieder vergessen. Sorry. Der unten war auf jeden Fall, der hat den Kappa-Container. Der hatte die Armbinde. So, wenn ich jetzt wüsste, wo der Typ hin ist, ne? Ich hab noch drei Nades, das heißt... Schmeißen einfach mal auf die Leiche. Scheiße. So, ich weiß, wo ich die anderen zwei Leichen her sehe. Angenommen, der ist am Looten. Ich muss mal kurz ein bisschen beeilen. Oh, ist sogar offen, okay. Jetzt da drüber.
Oh, ich hasse es. Wieso nicht beim ersten Mal, hä? Kommt, El Gillette. Könnte halt überall einer sein, ne? Ich habe keine Ahnung. Okay. Von hier aus, von hier hinten, kann ich die beiden Leichen sehen. Zumindest so ziemlich, ich hoff's. Es klappt immer. Das klassische Tarkov immer. Ja, ich habe erst Stärke 13. Okay. Ach! Er ist noch nicht gelootet, sehe ich. Was zu trinken, was? Wenn er looten würde, würde ich ihn sehen. Ich meine, es ist natürlich möglich, dass ich ihn mit der Nate erwischt habe, ne? Keine Ahnung. Wir müssen da wohl wieder hin, ne? Es hilft nichts. Ich habe ihn jetzt nirgendwo gesehen. Ich bin jetzt einmal komplett außen rumgelaufen. Hilft nichts. Lupke, natürlich habe ich so viel Lied. Keine Sorge. Aha, Moment. Was ist da los? Du vermutest mich irgendwo hier? Dankeschön. Hey Dekta, meine Freunde. Hey Dekta. Uff. Absoluter Hey Dekta. Nadet er, um auf sich aufmerksam zu machen und steht dann da im Linkspeak. Let's go. I like. Thumbs up. Inbank, danke schön für den Prime im zweiten wichtigsten Reset. Willkommen zu Gnabo Falle. Danke für den Support. Sehr freundlich, dass du deinen Prime bei mir lässt. Servus, wie geht's? Ja, man kann nicht davon ausgehen, dass das jetzt der letzte war. Das ist wohl richtig. Wobei der wahrscheinlich nicht gerafft hat, woher ich ihn erschossen habe. Ehrlich zu sein. Привет. Hans Maulwurf, vielen Dank für den Follow, willkommen. Nee, der hat da unten rumgenadet, weil er sich gedacht hat, dass ich halt die Leichen camp. Deswegen. Gibson? Nee, weiß man noch nicht. Diesen Monat
Soon, in ein paar Tagen, in 2 Wochen. Mein Tipp ist Anfang nächste Woche, aber wissen tut's niemand. Das könnte Nummer 5 gewesen sein, ja. Das ist Nummer 6. Hast ihn gesehen, ja. Hast ihn gesehen, du hast recht. Ich hatte ihn nicht gesehen. Also, von weiter weg. Ah, gelootet ist er schon, ne? Das ist ganz wichtig. Hat er dich nicht gehört? Ne, wenn ich von unten komme, kann er mich nicht hören. Erst wenn ich auf der mittleren Stufe bin. Moment, ich zeig's euch, wo er mich hört. Er hört mich, wenn ich hier bin. Hier. Wenn ich hier hochkomme, dann hört er mich. Vorher nicht. Und genau so hat er auch reagiert. So. Ich glaube, wir schauen dann so langsam mal, dass wir uns hier ein bisschen Loot gönnen. Ja, das Soundsystem ist sehr wahrscheinlich, dass es mit dem Vibe geändert wird. Mal sehen, ob die Soundplayer bleiben, oder ich weiß es nicht. Die Soundplayer sind ja nicht Steam Audio, sondern von Tarkov selber. Ja, die Soundlayer, das müssen sie ändern. Ich meine, ich weiß haargenau, wie sie funktionieren und kann sie deshalb für mich verwenden. Aber gut ist es trotzdem nicht. So, genug Loot, gell, mal. So, soll ich meine DVL wegschmeißen? Lass mal hier unten checken, nicht, dass hier noch irgendwo einer hockt, weil der oben war auch im kompletten Caps Lock Modus. Ich denke nicht, dass sie eine eigene Entwicklung machen, sondern dass sie halt einfach eine andere Sound Engine nehmen. Da gibt es ja noch andere Alternativen, Nintendo. Denk nicht, dass sie das komplett selber neu entwickeln. Ja, der hat auf jeden Fall einen Kappa-Container, weil er hat das Armband. Mein Freund der Sonne, du liegst aber da auch echt offen, Mann. Bisschen Durchhänger an der Treppe, das stimmt. Ja, saven Leute, dann kriegt das nächste Mal wieder. Pro-Tipp. Schön hier, okay. Ich glaube, ich schmeiß mal meine DVL weg. Ja, dass der mich von oben nicht getroffen hat, bin ich ein bisschen... Echt? Ja, ja, echt. Nein, natürlich nicht. Und Rab. Muss man sich ja vom Lightkeeper abhören, genau. Im ersten Raid, sonst verfällt's.
gut, jetzt haben wir es dann auch so ziemlich. Der hat wahrscheinlich nicht so viel hier, der Kollege. Kleinen Moment. Was ist das denn, Kollege? Der Longboy. Ada, was ist das? Ada Longboy. Gar nicht schlecht, ey. Mit dem Ding würde ich auch nichts treffen. Immer dieses, hier, Scope im Nahkampf. Ich weiß, es machen auch viele Streamer, aber... ist Quatsch. Also, ist nicht Quatsch, es geht schon, aber... Ach, jetzt hör auf, hast du jetzt auch eine gute Rig, oder was? Jetzt muss ich die auch noch mitnehmen. Ey, weg, weg, weg. Weg, weg. So. Scheiß drauf, komm, raus hier. Ich glaube, er hatte mich gesehen. Aber er hatte gedacht, ich hätte ihn nicht gesehen. Also der unten. So. Ich hoffe, ich konnte meine Sniper-Skills adäquat unter Beweis stellen. Zwei gute Sniper-Shots waren ja dabei. Die anderen waren ja Ash. Ach komm, wir machen nochmal Hallo YouTube. Keine Ahnung, welchen Raid ich verwenden werde. Aber sicher ist sicher, macht mal Hallo YouTube. Alle im Chat, wenn ihr euch verewigen wollt. Wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Wunderschön der Spam heute. Ich freue mich riesig, dass so viele Leute da sind, ganz ehrlich. Mega.